Ich möchte Sie im Namen der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft ganz herzlich heute Abend in unseren Räumen begrüßen. Ich freue mich, dass wir wieder so eine interessante Ausstellung hier haben. Es ist ein echtes Kontrastprogramm zu der Ausstellung, die wir vorher hatten. Es sind sehr intime Bilder, sehr private Bilder und sie erschließen sich, ich sehe sie ja nun schon seit vorgestern, doch erst im zweiten, dritten Hinsehen. Und deswegen lade ich Sie gerne auch, die üblichen Öffnungszeiten in unserem Büro zu nutzen, um sich die Bilder dann auch zum anderen Termin nochmal anzuschauen. Ich habe die Künstlerin erst heute zum ersten Mal gesehen und ich weiß überhaupt nichts über sie. Und deswegen kann Frau Kalea sicher noch einiges zu ihr sagen und ich glaube, sie will selber auch noch etwas zu ihren Bildern erzählen. Vielen Dank. Ja, Herr Kritsch, der Gastgeber für diese Ausstellung, dieser schönen Galerie in der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft, hat sich durch diese Einrichtung sehr geöffnet, ist geöffnet für die Kunst, aber er hat sich hier für Hattersheim der Kunst auch sehr geöffnet. Bethkin Goethals, die ich nun schon seit, ich glaube, 5 Jahren begleite, in 6 Jahren, schön, in der künstlerischen Entwicklung, hat mit dieser Ausstellung uns ein neues Terrain eröffnet. In dieser Weise, dass wir eine solche intime, sie sagt das Wort auch schon, Ausstellung hatten, eine solche private, so ein privates Thema, das hatten wir nicht. Wir kennen alle Picasso, ich denke, das ist ein Künstler, den auch Menschen kennen, die jetzt nicht unbedingt Kunstliebhaber oder Kenner sind. Sie kennen aber Picasso und sie kennen die vielen Frauen, die er porträtiert hat. Das ist natürlich sehr privat, wenn man seine Freundin, seine Geliebte porträtiert. Sehr, sehr viele Künstler der Renaissance haben Selbstporträts geschaffen. Wir sind mit dem Porträt, einem besonderen Genre in der Kunst, sind wir bei einem ganz besonderen Thema. An einem Bild möchte ich Ihnen das, was ich eben gesagt habe, noch etwas verdeutlichen. Also wir haben hier dieses wunderbare Bild von Uwe, dem Mann von Bethkin, und Pete und Tom, den beiden Kindern, nach der Meisterturmbesteigung. Wenn man hier wohnt, weiß man, was das ist. Und man kann sich vorstellen, was das so bedeutet, wenn man so als Familie einen solchen Ausflug macht und man hat es geschafft. Man ist angekommen, man hat es geschafft. Und wenn man gar nicht jetzt weiter sucht nach Inhalten, die jetzt irgendwo vielleicht auch weit hergeholt sind, einfach diese Ruhe, diese Klarheit, das haben wir geschafft, dieses Gemeinsame haben wir heute erlebt und haben das zusammen gemeistert. Bevor ich diesen Titel kannte, hat mich dieses Bild immer besonders berührt. Und genau das ist es. So etwas geschafft haben, diese Nähe, diese Vertrautheit, das zeigt das Bild über diese fotorealistische Umsetzung in ihrer künstlerischen Handschrift, zeigt es. Und ich möchte jetzt noch unseren Bürgermeister Hans Hansen begrüßen, weil er hat heute, ich weiß nicht wie viele Termine, er hat sich trotzdem die Zeit genommen. Ja, Anita, stimmt, ja. Anita ist eben zu mir gekommen und hat gesagt, Hans, sagst du auch was zur Begrüßung? Sag ich, du, die Leute sind hergekommen, um andere Sachen zu machen, nicht nur ein paar Worte vom Bürgermeister zu hören. Aber jetzt sind mir doch dann drei Gedanken gekommen, die ich Ihnen gerne vermitteln möchte. Das erste war, Anita hat es gesagt, ich habe noch einige Termine heute. Ich gestehe Ihnen, ich hatte gar keine Lust, heute Abend zu kommen. Ich gestehe es Ihnen. Ich habe mich überwinden müssen. Ach, muss ich denn da hingehen? Und dann bin ich hierher gekommen, und dann habe ich das helle Ambiente gesehen, ich habe viele nette Leute gesehen, mit denen wir gute Zeiten und schlechte Zeiten erlebt haben. Und das ist gut, das tut gut. Das ist, Bilder auch, ja? Ist was Schönes. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass ich gerade in diesen Wochen auch sehr viel Dankbarkeit empfinde, Dankbarkeit an die Geschäftsführung der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft. Sie öffnet sich. Sie wissen ja, welche Anstrengungen wir in diesem Bereich gemacht haben, dass wir Menschen zusammenbringen. Und ich weiß schon, dass das Geschäftsergebnis meiner Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft in diesem Jahr extrem ist, eine besondere Situation. Aber Herr Kritsch, Sie haben den Dank verdient und ich freue mich, dass die Mutter von der Tochter auch wieder mal was Gutes, so besonders Gutes erzählen kann. Und ich hoffe, dass die Tochter weiter die Mutter so gut unterstützt. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch die Dankbarkeit an Anita Kalea, die ja für das Kind, das Pflänzchen, das sie selbst in die Welt gesetzt hat mit den Jugendkunstwochen,
in ihrem Unterricht bei ihren Schülerinnen und Schülern so wirbt, dass wir die Kunst, die Jugendkunstwochen auch immer noch durchführen können. Und das Dritte ist jetzt, das ist für mich meine Erkenntnis von Ohrkräfter zu Ohrkräfter, denn Sie müssen wissen, dass Wettgen im schönsten Stadtteil, die anderen mögen es mir verzeihen, im schönsten Stadtteil von Ohrkräfte wohnt. Ich kann da nur sagen, als Übergang, Tom und Pete sind ganz schön groß geworden. Und die Mutter ist immer noch genauso jung. Ja, na, was wollen wir sehr. Danke. Wenn noch besser. Ganz viel Wichtiges und ganz Tolles schon gesagt worden. Bloß ich jetzt gar nicht mehr so viel. Das stimmt, das ist eine Art Familienalbum, was hier hängt. Ich hoffe trotzdem, dass es tatsächlich nicht so intim, sondern für jeden auch ein bisschen übertragbar ist. So eine gewisse Neugierde. Ja, diese Familienähnlichkeiten waren mir sehr wichtig, habe ich versucht darzustellen. Ich habe eben beim Familienbildersuchen viele Bilder gefunden und entdeckt, die ich aus ihrer Kleinheit, aus dem Album rausgerissen habe und vergrößert habe. Und das ist auch ein bisschen mein Thema. Augenblicke oder Dinge, die man vielleicht nicht so wahrnimmt, größer zu machen und zu inszenieren, dass man sie plötzlich doch anders wahrnimmt. Und ich habe oben auch ein paar Pastelle im Extraraum hängen, das sind Bilder aus der Zeitung, wo mir extrem dann auffällt, jeden Tag wirft man sie weg und die Bilder auch. Und ich habe sie auch noch mal schnell gezeichnet, bevor sie wegkommen. Und ähnlich ist es mit meinen Zeichnungen aus dem Urlaub. Tassen, die abgeräumt werden sollen, noch schnell gezeichnet, bevor sie gespült werden, weil sie eine Spur sind und weil sie mir wichtig sind. Und dann liegt noch eine Mappe da, wo noch ein paar Skizzen zu sehen sind, wie ich mich vorbereitet habe und wie ich auch gesucht habe und dass ich auch so ein bisschen mein Thema oder mein Stil dann so hatte, dass es eigentlich ein Konzept, denke ich, auch zum Schluss dann auch rund geworden ist. Ja, und jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Sie einfach viel Spaß haben beim Durchlaufen. Danke.